Ich sehe aber im Chat, es wird schon weiter fleißig gefragt, vor allem an Julian, ganz großes Thema, das Thema Cashflow-Strategie, auch mit Kryptos. Cashflow ist für uns immer ein schöner Begriff, wenn es um Dividenden von Unternehmen geht, aber wir haben gelernt, es geht eben auch um das Thema Staking, Borrow, Lending, Liquidity Mining, also vielleicht kannst du da einmal eine kurze Erklärung geben. Die konkrete Frage, könntest du grob erklären, auch wie man mit Cake DeFi letztendlich das Ganze in die Praxis umsetzt und eben Cashflow generiert? Okay, ich halte es wirklich jetzt kurz. Generell, also diese ganzen Services, die du erwähnt hast, Staking, Lending, Liquidity Mining, Borrowing, all diese Sachen, das sind Sachen, die in einem dezentralen Markt die Banker setzen. Also alles, was die Bank sonst macht, also Kredit geben, Tauschgeschäfte, Tokenisierung, all diese Sachen macht man als die Bank und auf einer Blockchain kann das jeder machen. Und was unsere Firma macht, ist so ein One-Stop, die aggregiert diese Services, dass Leute, die das nicht selber auf der Blockchain machen wollen, die können das alles selber machen, die kommen zu uns und wir aggregieren diese Services, nehmen dafür 15% von der Rendite, also der Kunde erhält sich 85%, wir bekommen die 15% und geben das sozusagen 1:1 dann weiter. Genau auf die Service jetzt einzugehen, gibt es genug Videos, die du bei mir im YouTube-Kanal oder bei unserem Firmen-YouTube-Kanal anschauen kannst. Das macht, glaube ich, deutlich mehr Sinn, als jetzt hier die Zeit zu verwenden. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, du kannst diese Services selber nutzen. Wenn du diese selber machst, musst du dich halt selber reinfuchsen. Das Klientel, das wir halt haben, diese 1,3 Millionen Leute, das sind die Leute, die sagen, klar könnte ich das selber machen, aber ich will das nicht alles lernen. Ich will lieber von euch an der Hand genommen werden und das ist okay, dass ihr 15% von meiner Rendite nehmt und die 85% behalte ich. Ich denke, das ist gut auf den Punkt gebracht und hoffe auch, damit ist der Chat soweit zufrieden. Es gab nämlich auch, wie gesagt, viel Feedback dazu, auch generell an Julian. Wirklich viele Fragen auch schon. Ich muss da direkt mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar war das tatsächlich eine Frage auch bezüglich deines YouTube-Accounts. Du hattest, als ein jüngstes Video war, bezüglich der FED-Entscheidungen. Das ist jetzt eine sehr makroökonomische Frage. Deshalb vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen weiter in Richtung Wirtschaft und Ökonomie. Was denkst du denn, wie wahrscheinlich ist wirklich eine weiche Landung, wenn man jetzt die FED-Entscheidungen der vergangenen Monate sich mal anschaut? Was denkst du, wie könnte man das jetzt aus deiner Sichtweise deuten und für sich vielleicht für seine Strategie zusammenstellen? Ist es jetzt ein Zeitpunkt zu große Gier oder sollte man Angst haben? Wie würdest du den Markt einschätzen aktuell? Schon sehr spezifisch. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt der FED-Experte bin. Also von dem her, ich weiß nicht, würde ich vielleicht sogar auf Gerd nächste Session oder so warten. Ich glaube, der wird das nochmal vielleicht anders sehen, wahrscheinlich Leute hier auch. Prinzipiell von allem, und das ist das allererste Mal jetzt in meinem Leben, in dem ich investiere, dass die FED aktiv Zinsen wirklich gehoben hat. Ich habe das davor noch nie in meinem Leben erlebt. Aus dem Grund habe ich mich ziemlich informiert, wie das davor gelaufen ist, wie das andere sehr erfolgreiche Investoren bis jetzt gehandhabt haben. Und ich glaube, dass die meisten Leute zurzeit erwarten, dass der Markt einen viel schnelleren Rebound macht. Sowohl Aktien als auch Krypto, also alles, was davon lebt, dass irgendwie Liquidität im Markt ist. Und ich glaube, dass die Leute viel zu hastig hier sind, viel zu ungeduldig sind. Und wie gesagt, es geht darum, dass du Wahrscheinlichkeiten für dich hast. Also es geht nicht darum, dass du Gewissheiten bekommst, das gibt es nicht. Ich sage immer, wenn du eine Versicherung haben willst oder eine Sicherheit, kauf dir einen Toaster. Also es geht um Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass an dem Punkt, wo die FED aufhört, Zinsen zu steigern, also dieser Turning Point, und die FED sagt zurzeit, sie wollen noch zweimal die Zinsen erhöhen, also sagen wir jetzt mal, es dauert sicher noch 2-3 Monate, danach dauert es zwischen 6 und 9 Monate, dass der Markt drehen anfängt. Reagiert. Also für mich, das ist statistisch gesehen, das heißt nicht, dass es wieder so wird. Ich bin halt jemand, ich bin Mathematiker, ich bin Wissenschaftler, für mich ist Statistik extrem wichtig. Es gibt immer die Ausnahmefälle, also ich gehe davon aus, das ist jetzt meine persönliche Annahme, dass wir dieses Jahr vielleicht irgendwie im Laufe des Jahresende diesen Turnaround sehen und dass wir erst nächstes Jahr anfangen, wieder einen Frühling zu sehen. Ganz kurz, du hast immer sehr schöne Bilder. Hat das was Bestimmtes mit dem Toaster auf sich, warum du das mit Sicherheit nimmst? Oder? Das ist immer so, wenn du eine Garantie haben willst, kauf dir einen Toaster. Okay, gut. Ja, ich denke vor allem, da sieht man auch die Parallelen zwischen den Märkten. Also wir haben auch jetzt gesehen im Januar, also der DAX hat Rekordgewinn erwirtschaftet, beziehungsweise ne, prozentual und auch andere Indizes sind gestiegen, obwohl die Lage sich nicht deutlich verbessert hat. Das entspricht nicht eigentlich der Norm. Und deshalb sehen wir auch eine große Gier, wovor wir auch immer raten, passt auf, fallt nicht eben auch
auch in diese FOMO, die ja auch überall in allen Märkten vorherrscht, und handelt wirklich rational, intelligent und rational, dass ihr auch auf Bewertungen achtet. Uhren werden bewertet, Aktien werden bewertet, Kryptos kann man auch bewerten. Also überall gibt es immer auch eine Bewertungsgrundlage, auch bei den Immobilien. Das ist immer noch ein wichtiger Punkt, dass man da auch nicht einfach, einen Sack Kartoffeln kauft und dann noch zu viel bezahlt. Nicht kurzfristig emotional handelt, sondern wirklich langfristig strategisch, ja. Sehen wir auch im NFT-Markt. Also ich habe ja auch gestern den Bored Ape Yacht Club als Beispiel genannt, und da waren wir ja Anfang Januar noch bei um die 80.000 Floor. Also der günstigste war um die 80.000 US-Dollar wert. Jetzt sind die schon alle wieder im sechsstelligen Bereich, ne? Also ein paar Wochen später. Also auch da sehen wir, dass da Bewegung im Markt ist und auch immer mehr etablierte Unternehmen jetzt Projekte launchen und veröffentlichen. Und Abnehmer sind da. Ja.